Vor der Küste Griechenlands ist am Mittwochmorgen ein Fischerboot mit hunderten Migranten an Bord gesunken. Wie die griechische Küstenwache mitteilte, konnten 104 Menschen gerettet werden. Außerdem wurden 79 Leichen geborgen. Wie viele Menschen vermisst werden, ist bislang noch unklar, da es noch keine gesicherten Informationen über die Zahl der Menschen an Bord gibt. Wie die Küstenwache mitteilte, sei das 30 Meter lange Fischerboot bereits am Dienstagnachmittag von einem Flugzeug bemerkt worden. Das Schiff sei völlig überladen gewesen, niemand an Bord habe Rettungswesten getragen. Trotzdem hätten die Passagiere Hilfe abgelehnt, so die Küstenwache. Das Boot sei wahrscheinlich in Libyen gestartet und auf dem Weg nach Italien gewesen. Die Überlebenden, die hauptsächlich aus Syrien, Pakistan und Ägypten stammen, werden nun in Kliniken behandelt. Danach sollen sie in einem Lager für Geflüchtete nahe Athen untergebracht werden. Wegen der hohen Zahl der Opfer rief die griechische Regierung eine dreitägige Staatstrauer aus. Das Ministerium für Migration teilte mit, das Unglück zeige auf tragische Weise, wie wichtig es sei, internationale Schlepperringe zu zerschlagen.